Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte gestern was geschminkt und es hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich schminke das mal mit euch zusammen nochmal. Und zwar sind das leider zwei limitierte Produkte, aber so die Farbe an sich könntet ihr auch irgendwo anders finden. Wir beginnen wie immer erstmal mit einer Lidschattenbase. Und zwar nehme ich da die von Urban Decay. Ich werde erstmal aus der Ice Ice Baby LE von Essence einen Lidschatten nehmen. Und zwar ist das Ice Crystals Everywhere. Oh! Das ist diese Farbe hier. Und die werde ich mir bis zur Mitte des Lides aufgeben. Das ist ein ziemlich frostiger Ton und ich hätte nicht gedacht, dass mir das gut gefällt. Aber ich muss sagen, ich finde es wirklich schön. Dann nehme ich einen weiteren Lidschatten von Essence und zwar ist das der Strawberry Ice Cream. Ja, sieht so aus. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Ist einfach so ein helles, schimmerndes Rosa. Und den gebe ich mir bis hinten aufs Lid auf, da wo wir jetzt eben noch nichts aufgegeben hatten. Und dann nehme ich von Catrice aus der Lala Berlin LE diesen Lidschatten in Shade of Grey. Das ist dieser Lidschatten. Und den gebe ich mir in die Lidfalte. Dann nehme ich mir aber gleich noch einen anderen Pinsel für. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen was von dem Rosa. Und intensiviere das hier noch ein bisschen. Und nochmal dieser, auch nochmal mit dem Smoky Eye Brush, einfach hier ein bisschen mehr aufgeben vorne. Ich nehme mir dann nochmal den Catrice Lidschatten und einen kleinen Pinsel. Und gebe mir das hier so ein bisschen unten noch an den Wimpernkranz. Und dann nehme ich mir einen Blendepinsel und mein Puder und verblende das hier oben alles. Ich nehme mir noch mal ein bisschen was von dem Catrice Lidschatten und einen anderen Blendepinsel. Und dann nehme ich mir einen Kajalstift. Werde erstmal die obere Wasserlinie anmalen. Noch die untere. So, und wenn wir das haben, kümmern wir uns jetzt erstmal ums Gesicht. Ich werde als erstes eine Creme auftragen und zwar habe ich die neue, die BB More Hydra Splash. Die finde ich eigentlich ganz cool. Ist eben so eine feuchtigkeitsspendende Creme, die für... Moment. Für normale bis Mischhaut ist. Und ja, die gebe ich jetzt erstmal auf. Und dann nehme ich von der P2 Beauty Rebel LE den Glowing Face and Body Stick in Amazing Rose. So ein Stick-Highlighter. Den gebe ich erstmal hier auf meine, auf den höchsten Punkt der Wange auf. Ein bisschen auf die Nase. Und dann benutze ich zurzeit mal wieder den P2 Perfect Face Oil Control Base Dingens. So, da gebe ich mir ein bisschen was auf meine Finger, gebe mir den auf jeden Fall in die T-Zone, weil so das der Bereich ist, wo ich eben zu fettige Haut neige. Und ich habe mir eine neue Foundation gekauft, und zwar die Lumi Magique von L'Oreal. Da gab es ja letzte Woche, ich weiß nicht, ob es diese Woche dann noch gilt, bei Rossmann diese 30% Rabatt auf Puder, Foundation und Rouge. Und ich habe die Nummer... DW6 Gold Camel, das ist die dunkelste Farbe. Was verspricht die denn? Ich glaube irgendwie hier, was steht denn da? In lichtgehüllter Teint, perfektes, ebenmäßiges Ergebnis. Ja, ich mache mir das hier auf meinen Handrücken, nehme mir dann wieder den Evelyn Puderpinsel. Ich habe jetzt ein bisschen viel auf dem Handrücken erwischt.
So, die Augenbrauen habe ich gemacht. Was ich zurzeit gerne für die Wimpern benutze, ist folgende Kombination. Und zwar benutze ich gerne von Flomar die Rotating Mascara und dann für vor allem außen noch die Rocket Volume drüber. Ich führe euch das einfach mal vor. Was ich immer mache, ist Wimpern biegen, weil ohne Wimpern biegen, nee, da sind meine Wimpern dann irgendwie nicht so schön. Und vielleicht muss ich dafür näher kommen. So, wir nehmen erst die Rotating Mascara. Ich glaube, ich hatte die euch noch nicht gezeigt. Die sieht so aus und dann hat die so Knopf und sie kann sich in zwei Richtungen drehen. Ich glaube, ich hoffe, es ist jetzt scharf gewesen. Passt auf, dass die sich in die richtige Richtung dreht, weil sonst ist es nicht so schön. So, auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal hier die erste Schicht mit der Rotating Mascara. Das Schöne an der ist eben, dass die wirklich jede einzelne Wimper greift und eben mit Tusche umhüllt. Aber sie macht eben die Wimpern nicht so schön schwarz und voluminös und so. Darum nehme ich mir dann immer noch die Rocket Volume. Ja, Lisa, du schreibst mir oder sprichst mit mir. Gebe die hier nochmal außen auf. Und nehme dann nochmal die Rotating. Ah, falsche Seite. So. Und gehe dann nochmal drüber. Also diese Rotating Mascara gibt es wie gesagt bei Flomar für, ich glaube, 15 Euro. So, und dann haben wir dieses Ergebnis. Und das mache ich zurzeit eigentlich ganz gern. Ich mache jetzt noch eben die andere Seite. So, die Augen haben wir. Wir machen jetzt noch natürlich Blush. Dann nehme ich Touch of Peony von P2. Ich habe lange überlegt, was ich nehme, weil ich nichts nehmen wollte, was zu warm ist, weil wir ja ziemlich kühl auf den Augen sind. Habe mich dafür entschieden. Schauen wir mal, ob es mir dann gleich auch noch so gut gefällt. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt wieder eine Farbe, die in der Kamera überhaupt nicht zu sehen ist. Highlighter werde ich jetzt nicht noch mehr verwenden. Ich habe ja hier schon ein bisschen was durchschimmern. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sieht, aber so lasse ich das erstmal. Was wir noch auf die Lippen machen, ist der Essence Lip Liner in Honeyberry. Und das ist eine super schöne Farbe. Und den werde ich eben auftragen. So, und das ist der Lip Liner noch aufgetragen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und euch gefallen. Vielleicht macht ihr ja sowas in die Art mal nach. Ihr habt bestimmt auch so ähnliche Farben irgendwie. Es ist ja eher so grau. Und vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss.